Herzlich willkommen zum Skeptics in the Pub. Ich freue mich, so viele neue Gesichter zu sehen. Es ist ja wirklich toll, dass ihr heute alle hier seid. Mein Name ist Michaela Voth. Ich bin Mitglied der GGOP. Das ist die Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften. Wir sind die Regionalgruppe Hamburg und wir veranstalten diese Veranstaltung immer mal wieder, meistens alle 2 Monate. Heute habe ich die große Ehre, einen Kollegen von mir anzukündigen. Das ist Elkin. Er ist schon lange Mitglied bei uns. Experte in vielen Bereichen. Er wird heute über ein sehr, sehr kritisches Thema sprechen, nämlich über das Abnehmen. Es ist ja durchaus ein Thema, was immer sehr präsent ist. Es gibt in vielen Zeitschriften das Thema Diäten. Wie kann ich so schlank werden wie die Models auf den Plakaten und hier und da und überhaupt. Und oft ist es pseudowissenschaftlich begleitet und es werden irgendwelche Theorien verbreitet, die mehr oder weniger stimmen. Und wir wollen das heute mal beleuchten. Wir wollen gucken, was ist denn da dran, welche Strategien funktionieren, welche funktionieren vielleicht nicht. Und Elkin wird uns heute eine sehr persönliche Geschichte erzählen, anhand dessen wir das mal ein bisschen aufrollen. Ich freue mich da sehr drüber und gebe das Wort an Elkin. Vielen Dank. Danke. Danke. Wie schon gesagt, mein Name ist Elkin und ich war vor 9 Monaten ein fetter Sack. Ich zeige euch als Geek erstmal eine Statistik, denn es gibt heutzutage seit eigentlich 2014 mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen auf dieser Erde. Das sieht nämlich so konkret aus. Hier steht, ihr seht hier in diesem Trend des Übergewichtes, oben im Englischen obese, unten im Trend underweight. Wir haben es geschafft, mehr übergewichtige Menschen auf dieser Erde jetzt zu haben als untergewichtige. Auch dort sehen wir einen Trend, gerade auch bei den grenzwertig untergewichtigen Menschen, auch die Tendenz dort weniger. Bei den grenzwertig übergewichtigen, zu denen ich mich auch gezählt habe, da findet ihr mich wieder an der Grenze hat man mich wiedergefunden. Der Trend ist eindeutig dort zu immer mehr, gerade in dem Normalbereich, normalgewichtigen Bereich, da verändert sich nicht gerade sehr, sehr viel. Aber dies ist nicht der einzige Grund, warum ich diesen Vortrag heute halten möchte. Diäten sind nämlich Nährboden für Pseudowissenschaften. Und wenn man sich Selbsthilferegale heutzutage anschaut, dann findet man da auch eine ganze Menge Scharlatane. Anhänger von Diäten werden ganz, ganz schnell militant, unwissenschaftlich und dogmatisch. Diäten wie Paleo, Atkins oder der Kram, den Sie in der Brigitte lesen können, widersprechen sich gegenseitig sehr, sehr oft. So dass man sich irgendwann mal fragen muss, welche von den Ganzen hat eigentlich recht. Und letztens möchte ich der Frage auf den Grund gehen, geht das denn eigentlich auch alles wissenschaftlich? Ich mache erstmal diese altbekannte Vorher-Nachher, sieht man auch gerne mal in Zeitschriften. Und an der Stelle schäme ich mich ein bisschen, aber es muss sein. Das Vorher. Vor 8 Monaten hatte ich nämlich ein BMI von 30, das ist absolut fettleibig. Ich schnarchte wie ein Bär nachts, wachte meine Frau ständig damit auf. Ich konnte im Stillstand schwitzen, auch wenn es 20 Grad gerade war. War ständig außer Puste, so 2-3 Treppen hochgehen und schon konnte ich nicht mehr weiter. Und ich hatte 20 Kilo seit der Schulzeit zugenommen, das ist etwa 1 Kilo pro Jahr. Dagegen gehalten. Jetzt bin ich super gesund und sportlich. Habe ein BMI von 23 erreicht und ich würde das absolut genial nennen. Meine Hosengröße habe ich von ganzen 38 auf 29 reduziert. Meine Hemden habe ich von XL, manchmal sogar XXL auf S geschrumpft. Manchmal da müsste es eigentlich noch ein bisschen kleiner werden. Und meinen Ehering habe ich am Anfang an meinem dünnsten Finger gehabt. Den musste ich dann mal wechseln auf die andere Seite. Und dann heutzutage bewege ich den nur noch in den Mittelfinger. Und auch dort ist er sehr, sehr locker. Der muss irgendwann mal kleiner gemacht werden. Aber bevor ich ins Eingemachte gehe, warum oder wie ich das Abnehmen wissenschaftlich gemacht habe, brauchen wir so ein bisschen ein Fundament, und auf dem wir aufbauen können. Und das möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Die Physik fordert, dass Energie erhalten bleibt. Was reingehen geht, muss auch verbrannt werden und oder gespeichert werden. Nichts anderes tut unser Körper den ganzen Tag. Wenn wir Essen reinkippen, wird unser Körper daraus Zucker ins Blut oder wird aus diesem Essen Zucker herstellen, was dann ins Blut übernommen wird. Und in diesem
wenn der Zucker im Blut ist, dort entscheidet sich dann, was wir davon in dem Moment jetzt brauchen. Wenn wir nämlich dieses Zucker im Blut nicht brauchen, dann wird es als Fett bei uns gespeichert. Und einfach nur der Einfachhalber werde ich in diesem Vortrag die Energie immer als Kalorien gleich nennen. Ich weiß, dass das nicht immer ganz, ganz eindeutig ist, aber wenn ich von Kalorien spreche, dann meine ich eigentlich die Energie, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es gibt zwei Begriffe, die hier sehr wichtig sind, der Grundumsatz und der Leistungsumsatz. Der Grundumsatz sind die Kalorien, die ich brauche, um zu leben, ganz ohne Bewegung. Der Grundumsatz ist bei den dicken Menschen deutlich höher als bei dünnen. Das heißt, ich hatte früher einen recht hohen Grundumsatz und heutzutage einen deutlich niedrigeren. Beim Leistungsumsatz, das sind die Kalorien, die ich brauche, um aktiv zu sein. Aktiv meine ich auch, nachdenken zu können, zur Arbeit zu laufen und solche Sachen. Alles über dem Grundumsatz hinaus, also wenn ich zu Hause auf dem Bett liege und überhaupt nichts tue, dann wäre das Grundumsatz und Leistungsumsatz, wenn ich jetzt aus dem Bett aufstehe und ein bisschen was tue. Eine Nulldiät muss man sich so vorstellen, das heißt ganz, ganz ohne Aufnahme von Nahrung. Würde bei mir dazu führen, dass ich maximal 3 Kilo pro Woche abnehmen kann. Und das ist wirklich maximal. Es gibt sicherlich Diäten, die findet man immer wieder in den Medien, die mehr versprechen, aber das ist absoluter Schwachsinn, das geht gar nicht. Mein Grundumsatz liegt heute bei weniger als 1600 Kilokalorien. Das Interessante daran ist, dass wir auf den Verpackungen immer angezeigt bekommen, 2000 Kilokalorien ist der Durchschnitt. Da muss man sich jetzt schon vorstellen, die 400 Kalorien, die dort als Unterschied schon liegen, die lege ich mir dann Tag für Tag auf die Hüften. Aber wie finde ich denn eigentlich heraus, wie mein Grundumsatz funktioniert? Und der Vorteil davon ist, dass es dafür eine Formel gibt, die nennt sich Basic Metabolic Rate, auch gerne auch mal BMI genannt. Das erste, was wir da in diese Formel reintun, ist die Körpergröße. Dann stecken wir das Alter rein, Geschlecht. Viertens, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch unser tatsächliches Gewicht da eintragen. Und letztens wird in dieser Formel in Betracht gezogen, die Wärme, die wir einfach durch den Stillstand, den wir haben, aussenden. Daraus entsteht dieser BMR, und das ist eigentlich nur eine Approximation, also es ist nur eine Annäherung des Ganzen. Ich rechne euch das jetzt nicht alles so vor, da ist ein bisschen Wissenschaft hinter. Es ist aber eigentlich eine recht einfache Formel und auch recht wichtig an der Stelle wieder zu erkennen, dass wir zwischen Männern und Frauen eine leicht andere Formel haben. Geschlecht ist an der Stelle schon recht wichtig. Aber obendrauf, auf diesem Grundumsatz, kommen noch einige Faktoren hinzu, die wir beachten müssen, wenn wir abnehmen wollen. Erstens die körperliche Aktivität. Wie viel tun wir? Und das wird gerade von Menschen, wie ich es früher war, die ein bisschen mehr drauf hatten, überschätzt, wie viel sie sich bewegen. Dann die Effizienz des Stoffwechsels. Wie gut funktioniert mein Stoffwechsel? Und wie schwer ist es eigentlich aus der Mahlzeit, die ich mir zu mir genommen habe, Energie zu schöpfen? Am Ende kann ich als Zusammenfassung zu dem Thema BMR sagen, der BMR ist für jeden anders, er verändert sich ständig und insbesondere beim Abnehmen verändert er sich nach unten. Das heißt, wenn ihr mit einem recht hohen BMR anfängt, wenn ihr euch den online mal ausgerechnet habt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass er dann für Woche niedriger sein wird. Da meine Zellen durch Zucker und Energie versorgt werden, muss dieses irgendwo herkommen. Und die Kohlenhydrate sind eigentlich nur Zuckerketten. Je länger die sind, je schwerer ist es, daraus Energie zu gewinnen. Sobald wir im Blut keinen Zucker mehr haben, fängt vereinfacht gesagt die Leber an, aus Fett Energie zu erstellen. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn wir im Körper so zwei Gefäße drin haben, in einem haben wir Zucker und im anderen haben wir Fett. Erstmal wird unser Körper immer das Zucker bevorzugen und wird so lange Zucker verbrennen, bis da keins mehr drin ist. Und erst dann geht die Leber über, im Körper Fett zu verbrennen, indem sie daraus Energie gewinnt. Wenn ich daher auf Kohlenhydrate und andere Zucker verzichte, zwinge ich meine Leber eigentlich Fett zu verbrennen. Und dieses Fütterungsfenster, was Sie hier gesehen haben, das ist ein probates Mittel, um diese Leber zu mehr Arbeit zu zwingen. Denn je länger ich kein neues Zucker in mein Blut nehme, je länger ist meine Leber schon in dieser Situation, dass sie Fett verbrennt.
Ich selbst habe es problemlos in der Zeit, wo ich abgenommen habe, 16 Stunden lang geschafft. Um es wieder plakativ darzustellen, wenn ich abends meine letzte Mahlzeit zu mir genommen habe, dann habe ich es durchgehalten bis 12, 1 Uhr mittags am nächsten Tag, damit ich meine 12 Stunden aushalte. Das kann man aber natürlich auch umdrehen. Viele entscheiden sich dann, das Abendbrot wegzulassen, sodass sie halt die 16 Stunden dorthin verlängern. Das Wichtige ist halt nur, dass die Leber nicht wieder rausgerissen wird aus dieser Situation, wo sie Fett verbrennt. Denn jedes Mal, wo wir das tun, ist es wieder eine sehr, sehr anstrengende Situation im Körper, wo der Körper anfängt, einem zu sagen, durch Hunger, sieh mal zu, dass du hier ein bisschen Zucker ins Blut bringst. Um gut schätzen zu können, wie viel Energie ich gerade in meinen Körper gekippt habe, musste ich erst lernen, wie viel in jeder Mahlzeit eigentlich drin ist. Ich war da eigentlich sehr, sehr schlecht drin, zu wissen, wie viel Energie in jeder Mahlzeit hier drin ist. Etwas, was man lernen muss. Und daher würde ich gerne mal ganz kurz mit euch mal ein kleines Spiel spielen, dass ihr mir mal sagt, einfach mal rausrufen, ein halbes Kilo Spinat, wie viel Kalorien schätzt ihr, also Kilokalorien schätzt ihr, werden da drin? Halbes Kilo Spinat, das ist schon ganz schön was. 52, habe ich gehört. Einfach nur Spinat gedünstet. Nur Spinat. 52, was noch? 100. Gibt es noch eine andere Zahl? 200. 280. Die richtige Zahl sind 115 Kalorien. Das Spiel können wir weitermachen, indem ihr mir sagt, wie viel in einer 0,5 Liter Cola drin ist. Damit meine ich nicht die Cola Light. Was schätzt ihr? 230. 215, jemand hat ganz gut geraten halten. Und das letztendlich 250 Gramm Lachs. Eins der gesündesten Mahlzeiten, die man zu sich nehmen kann. Nicht aus Sicht des Lachses. Nicht aus Sicht des Lachses, nee, genau. Ja. Der hat aber auch abgenommen. Ja, genau, wenn es ein sehr, sehr fetter Lachs, ein guter Hinweis, ja. Wenn wir den nicht gezüchteten Lachs nehmen, der ist ein bisschen fetter als der natürliche Lachs, ja. Einfach mal ein paar Zahlen rauswerfen. 250 Gramm Lachs, das ist so das, was man normalerweise im Teller hat heutzutage. 300. 250. 250. Ja. 400. Und das ist der Moment, wo ich 520. Das ist... Wird uns gerne mal vorgegaukelt, dass Lachs eine gesunde Sache ist. Ist es auch. Wir haben eine ganze Menge Omega-Fettsäuren da drin, aber fürs Abnehmen ist das leider keine gute Sache. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich euch sowas aufgezeigt habe, wie geht es mit dem Abnehmenden dann trotzdem? Ich führe euch gleich durch alle Schritte, die evidenzbasiert dazu geführt haben, dass ich 18 Kilo in 3 Monaten abgenommen habe und jetzt insgesamt 22 Kilo weniger wiege. Das Erste, was ich getan habe, ist einen eigenen Diätclub gegründet mit dem einzigen Mitglied meiner selbst. Die erste Regel meines Diätclubs ist, es wird mit keinem über unsere Diät gesprochen. Keinem einzigen. Ich weiß, das geht gegen den gesunden Menschenverstand, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das machen. Essen ist nämlich für die meisten Menschen sowas wie eine eigene Religion. Und unsere Freunde und Verwandte wollen absolut nicht, dass wir uns verändern. Denn im Umkehrschluss würde das heißen, dass sie sich selbst verändern müssen. Daher hörte ich seit Februar keinem einzigen mehr zu, der was zu Diäten zu sagen hatten. Ihr werdet, wenn ihr sowas anfangen würdet, sehr früh die Sätze hören, die ich ständig gehört habe. Sowas wie, du bist doch so schön, wie du bist. Mensch, jetzt musst du aber endlich mal aufhören. Oder, das ist doch absolut ungesund. Heutzutage diskutiere ich lieber mit Esoterikern über Auras, als mit Freunden über Diät. Die zweite Regel meines Diätclubs lässt sich mit einem Satz von dem Koch Michael Pollan am besten zusammenfassen. Eat food. Not too much, mostly plants. Heißt ganz konkret, Food sind nicht Nahrungsmittel, die irgendwie veredelt werden. Was ich damit meine, erkläre ich in der nächsten Folie. Zweitens, nicht zu viel. Um krass abnehmen zu können, wie ich es gemacht habe, muss man, und absolut muss man, unter 1000 Kilokalorien pro Tag bleiben. Ich habe es problemlos an Tagen unter 700 geschafft. Und drittens, hauptsächlich Pflanzen essen. Sozusagen Vegetarier oder Veganer werden. Damit meine ich Gemüse, Obst, aber keine veredelten Pflanzen wie Zucker oder Öle.
Die meisten Diäten scheitern nämlich daran, dass Teilnehmer irgendwann meinen, geschummelt zu haben. Sie erklären sich selbst als gescheitert und geben dann auf. Bei meinem Diätclub ist das ganz, ganz anders. Selten und angemessen. Ich darf zu sozialen Anlässen und Feiern alles und so viel essen, wie ich Lust habe. Es gibt keine Ausrutscher, es gibt kein Schummeln. Ich kann meine Diät nicht dadurch gescheitert erklären, dass ich bei Oma 2 Scheiben Kuchen zu viel gegessen habe, weil sie Geburtstag hatte. Wie vorhin versprochen, erkläre ich jetzt auch nochmal, was ich unter Food verstehe. In meinem Diätclub darf man kein Mehl mehr essen, kein Brot, keine Spaghettis. Nicht, weil das Essen von diesen Dingen irgendwie schlecht sind oder böse sind. Auch nicht, weil Bio oder Gentechnik drin ist. Mehl hat einfach eine viel zu hohe Energiedichte. Fette sind auch nicht erlaubt, aber ich habe nicht ganz auf sie verzichtet. Fehlt es dann nämlich an Fett, kriegen wir nämlich ganz, ganz schnell mal Heißhunger. Und das wollen wir vermeiden. Und das zeigen auch eine ganze Menge Studien, dass das der Fall ist. Und ganz, ganz am Ende müssen wir auch auf Zucker ganz verzichten. Und damit meine ich auf jegliche Art von Zucker. Und da kommt der ganz, ganz harte Moment, den trifft jeden Skeptiker. Auch auf Alkohol muss verzichtet werden. Gern getrunken, gern vergessen. Ich trinke, wie viele von euch, gern mal einen über den Durst. Was mir aber damals nicht klar war, und das mag auch wieder die Konsequenz des vielen Alkohols sein, ist, dass Alkohol eigentlich nur Zucker ist. Diese Tabelle zeigt, wie viel in einem typischen Getränk an Kalorien drinsteckt und dahinter in Prozent, wie viel das an meinem Grundumsatz ausmacht. Ich konnte früher mal gerne 4 Bier an einem Abend wegsaufen. Damit hatte ich schon locker die Hälfte meines Tagesbedarfs an Kalorien verbraucht. Eigentlich kein Wunder, dass ich so dick geworden bin. Heute gebe ich mir viel, viel lieber Rum Cola Zero rein und kann dabei mein Gewicht halten, auch wieder heute. Aber jetzt sollten wir mal darüber reden, wie lange man sowas machen muss, denn ich habe es schon aus dem Publikum hören müssen, vegetarisch muss das denn sein. Und der folgende Satz, der wird gerne Mark Twain angedichtet. Eine Angewohnheit kann ich nicht aus dem Fenster werfen, ich muss sie die Treppe runterprügeln. Und zwar Stufe um Stufe um Stufe. Und damit man das schafft, muss man im ersten Schritt die Festplatte ganz, ganz neu formatieren. Ich habe das so gemacht, 2 Wochen lang nur eine Zutat gegessen. Bei mir war das Spinat, denn ich liebe Spinat. Und natürlich auch, weil es kaum Kalorien hat, habt ihr ja gerade eben gesehen gehabt. Wenn man 2 Wochen nur Spinat gegessen hat, dann ist danach alles geil. Und das nutzen wir dann aus, denn danach geht es erst richtig los. Wir werden 90 Tage lang, eine ganze Jahreszeit, so muss man sich das vorstellen, krass abnehmen, indem wir unter 1000 Kilokalorien pro Tag bleiben. Und damit wir diese 90 Tage überstehen, müssen wir eigentlich für uns selbst kochen. Ich selbst habe es erlebt, wenn ich nichts zu essen zur Arbeit mitgenommen habe, habe ich Hunger gekriegt. Und wenn ich Hunger gekriegt habe, bin ich zu McDonald's gegangen. Aber wenn ich was mitgenommen habe, dann bin ich nicht zu McDonald's gegangen, weil ich zu faul war, zu McDonald's zu gehen. Eine Win-Win-Situation. Ich habe mir deswegen aus dieser Liste Mahlzeiten zusammengestellt. Die habe ich dann in die Mikrowelle geworfen. Und nein, Mikrowellen schaden dem Essen nicht, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe das Essen nur wenig gegart, denn je weniger gegart wird, je weniger nutzbare Energie ist für unser Körper drin. Das passt zu der Folie ganz am Anfang, die ich euch gezeigt habe, dem metabolischen Wege. Eine rohe Kartoffel, die kann 51% an Energie können wir aus einer rohen Kartoffel in unserem Körper aufnehmen. Wenn wir sie gekocht haben, schaffen wir es 95% der Energie aus einer Kartoffel rauszuholen. Und diese Mahlzeiten habe ich einfach am Anfang der Woche für mich vorgekocht und habe diese in 5 Tupperwaren reingesteckt und jeden Tag zur Arbeit mitgenommen. Und solltet ihr irgendein bisschen Abwechslung brauchen, dann kann man ein bisschen Schärfe mit reintun und ein bisschen Salz, das reicht dann schon. Ich habe hier gerade was ausgemacht. Jetzt sind wir wieder da. Aber ganz, ganz wichtig, obwohl es sehr, sehr, sehr gesund wird und auch von allen immer wieder angepriesen wird, in den ersten 90 Tagen habe ich gar kein Obst gegessen, denn im Obst ist einfach viel zu viel Zucker drin.
So, und jetzt kommen wir zu den Stellen von dem Geek, wo ich ganz am Anfang mal versprochen habe, das ist hier so ein bisschen was für Geeks. Für mich als Geek sind Highscores und Waypoints ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. An der Stelle gilt es zu sagen, es gibt sehr, sehr wenig Forschung rund um das Gamifying von Gewichtsabnahme. Die einzige Studie, die ich im Internet dazu finden konnte, kommt von David Wiss. Er aber bestätigt, dass Geeks durch Zahlen, Daten, Fakten abnehmen zum Spiel machen können. Ich habe daher angefangen, meine Schritte in Google Fit auf meinem Smartphone zu tracken. Immer wieder ein neues Level habe ich mir dabei ausgedacht und zugesehen, dass ich dieses erreiche. Derzeit liege ich locker, aber wirklich locker bei 15.000 Schritten pro Tag. Und laut Google Fit war ich in Hamburg vor einigen Wochen der, der überhaupt die meisten Schritte gelaufen war. Danke, danke. Ich nehme das an. Danke. Aber dasselbe habe ich auch natürlich mit Kalorien gemacht. Ich habe sie nicht nur gezählt, sondern ich bin absolut immer unter 1000 Kalorien geblieben. Und das, diese Waypoints, von denen ich erzählt habe, ich habe mir dann immer wieder ein nächstes Ziel gesetzt, habe gesagt, 1000 Kalorien, schaffe ich das jetzt auch mit 900, schaffe ich das mit 800, schaffe ich das mit 700. Und dann mir damit halt auch Highscores erstellt. Was ganz, ganz Ähnliches kann man natürlich auch mit dem Gewicht machen. Und da ist es ganz einfach, je niedriger, je besser. Und jedes Mal, wo ich meinen Gürtel gekürzt habe, das war sozusagen wie ein Level geschafft, denn da konnte man was abschneiden und dann war es auch getan. Und wie ich ganz am Anfang auch mal gesagt habe, dieses Fütterungsfenster, die 16 Stunden lang nichts essen, ist auch etwas, wo man ganz, ganz leicht daraus einen Highscore machen kann, indem man zusieht, schaffe ich 16, schaffe ich 16,5, schaffe ich 17. Je länger ich schaffe, ohne zu essen, durchzuhalten, je länger kann meine Leber auch Fett verbrennen. Aber ganz wichtig ist es da an der Stelle wieder zu sagen, damit ich abnehmen zu Gamifying umwandeln kann, muss ich wissenschaftlich messen. Und ihr habt das ja schon vorhin gesehen, ich war sehr, sehr schlecht im Einschätzen von Kalorien. Weder wie viel ich auf meinen Teller getan habe, noch wie viel ich durch Sport verbraucht hatte. Daher musste ich wiegen, messen und habe dieses Essen regelmäßig, zuverlässig und auch wissenschaftlich gemessen. Dafür brauchte ich für mich selbst eine App und am besten eine, die einen Barcode-Scanner drin hat, denn ich bin ja, wie schon gesagt, ein fauler Sack. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist MyFitnessPal. Ich kriege davon denen kein Geld, aber das ist die beste App, die ich dafür da gefunden hatte. Und habe mir dann zusätzlich eine Personenwaage mit Internetanschluss gekauft. Denn tägliches Wiegen wird in verschiedenen Studien mit verstärktem Abnehmen verbunden. Ich habe mir natürlich auch noch die Küchenwaage genommen, um diese Zutaten, die ich mir vorgekocht habe, auch abzuwiegen. Denn wie ich schon vorhin sagte, ich war sehr schlecht im Einschätzen. Und wenn ihr nicht wisst, wie viel ihr eigentlich da jetzt in die Tupperware reingetan habt, dann könnt ihr nicht nachher in die App eintragen, wie viel Kalorien ihr eigentlich mitgenommen habt. Und ein Beispiel, wie das konkret aussieht, das ist das Beispiel von heute. Ihr seht links unten, das Ziel für den heutigen Tag sind 1500 Kalorien. Daneben seht ihr, dass ich schon 1408 Kalorien, ehe ich heute hierher gekommen war, verbraucht hatte. Hatte dann diesen kleinen Bonus von 472 Kalorien, dadurch, dass ein bisschen gelaufen war. Und hatte dann eine Zielsetzung von maximal noch 900 Kalorien heute zu verbrauchen. Links seht ihr auch das Gewicht, was ich immer mitgetrackt habe. Das coole am Messen ist, dass man auch dokumentiert hat, dass man Monate später die eigene Entwicklung noch sehen kann. Und hier erkennt man ganz gut die drei Wege oder die drei Phasen, die ich durchgemacht habe. Die ersten drei krassen Abnahmemonate, da seht ihr, dass ich von 92 auf 76 runtergegangen bin. Kurze Frage, ja, klar. Google Fit, das sehen noch andere Leute im Internet? Oder nein, Google Fit zeigt dir an, was im Durchschnitt andere gemacht haben. Das heißt, es zeigt dir an, du gehörst zu den 99% meistbewegenden. Das wäre dann auch nochmal vielleicht eine Motivation. Genau, dann wechsle ich nochmal ganz kurz zurück. Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Sowas würde ich dann über MyFitnessPal machen. MyFitnessPal ist sowas wie Facebook für Abnehmer oder für Fitnessmenschen ja eigentlich. Und dort kann man sich Freunde zusammenklicken, die sowas sehen sollen. Haben Sie das gemacht? Ich habe es nicht gemacht, weil die Regel Nummer 1 vom Diätclub ist, keiner weiß, dass ich abnehme. Heutzutage habe ich eine ganze Menge Leute, die sehen können, was ich da habe, ein paar die Freunde hinzugefügt. Und insbesondere, wenn man erstmal, ich will jetzt übertrieben, mein Abnehmen-Guru geworden ist, dann wollen andere Leute, dass man zusieht, was die machen. Und da hast du vollkommen recht. Ist nicht falsch, dann sozusagen darauf zu achten. Aber die erste Regel des Fitnessclubs ist,
keiner weiß, dass ich gerade abnehme. Zurück zu dem Thema. Also Phase Nummer 1, krass abnehmen. Dann, ich nenne das jetzt die normale Phase oder die Erwachsenenphase, so wie eigentlich Erwachsene essen sollten. Das führt schon allein dort dazu, dass man danach weiter abnimmt. Und jetzt bin ich in die, ich nenne sie mal die gesunde Phase übergegangen. Seit einigen Monaten bin ich dabei, einfach nur ganz normal zu essen. Achte immer noch auf die Kalorien, weil ich immer mal wieder Sachen esse, von denen ich nicht weiß, wie viel Kalorien da drin sind. Aber das ist halt so die gesunde Phase. Das ist da auch die Stelle, wo ich dann auch angefangen habe, dann mich mehr zu bewegen. Und hier in der Mitte seht ihr auch ein typisches Beispiel für dieses selten und angebracht, diese Phase von Oma, die ich mal angesprochen habe. An dieser Stelle seht ihr, dass wir 2 Wochen im Urlaub in der USA waren. Und ganz, ganz wichtig, die Diät war da nicht gescheitert. Ich hatte mir erlaubt, in dem Urlaub alles zu essen, was ich wollte. Und es war auch daher kein Ausrutscher. Und ihr seht, nachdem ich wieder zurückgekommen war, geht es dann ganz, ganz normal wieder weiter. Solange ihr euch nicht dieses vormacht, sobald ich einen Ausrutscher habe, ist es gescheitert, geht es auch weiter. Ja, und nun werden sich einige gefragt haben, warum bisher nichts über Sport gesagt wurde, denn Sport ist ja natürlich super, aber nur für die Gewichtsabnahme leider nicht. Du kannst deiner Gabel nicht davonrennen, ein Marathon sind gerade mal 2600 Kilokalorien. Und ich konnte sowas an einer Mahlzeit bei McDonald's verdrücken. Und außerdem, wir hatten schon die Zeit, jeden Tag 42 Kilometer zu laufen. Zweitens, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen, müsste ich geschlagene 49 Stunden spazieren gehen. Ja, ihr seht schon, gute 2 Tage ohne zu schlafen. Ich glaube, das ist auch nicht die Zielsetzung da an der Stelle. Ich sitze dann lieber zu Hause und nehme auf dem Sofa mit Netflix ab. Wie ganz am Anfang des Vortrags erwähnt, leeren sich auch durch Aktivitäten das Zucker in unserem Blut. Beim Sport verbrauchen wir schnell das ganze Zucker in unserem Blut. Und dann schreit unser Körper ganz, ganz stark danach, mehr Zucker zu bekommen, mehr Proteine zu bekommen. Wir bekommen also Heißhunger. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Denn das sind die Momente, wo unser Gehirn dann durchbrennt und wir dann doch was essen, was wir hätten nicht essen sollen. Zusätzlich machen wir durch die Belastung, wenn wir übergewichtig sind, wie ich es war, ganz, ganz schnell unsere Gelenke kaputt. Ich habe Freunde, die in der Branche der Medizin unterwegs sind, die Gelenke wieder heile machen. Die freuen sich immer darüber, dass Leute nicht dem nachgehen. Erst Sport machen, wenn wir abgenommen haben. Und deswegen komme ich ganz am Ende zu meinem Vorschlag. Wenn ihr euer Idealgewicht erreicht habt, dann macht sowas wie ein 7-Minute-Workout und legt dann erst wissenschaftlich los, Sport zu machen. Vorher gar keinen Sport machen. Kurz vor Ende noch ein paar Mythen, die gekillt werden müssen, denn wir sind ja auch bei den Skeptikern. Ob ihr 3 Mahlzeiten esst, ist egal. Zu welcher Uhrzeit ihr Mahlzeiten reinnimmt, ist egal. Ob ihr die wichtigste Mahlzeit des Tages in euch reinsteckt, ist egal. Ob ihr zwischendurch auch gerne mal was snackt, ist absolut egal. Ob es Bio ist oder Gentechnik drin hat, ist absolut egal. Zum Abnehmen muss man nur weniger Energie verzehren, als man eigentlich verbraucht. Und dann kommt natürlich ganz am Ende die Frage, aber so krass abnehmen macht doch krank. Und da kann ich absolut sagen, richtig. Denn ich hatte einen Vitamin B12-Mangel, einen Vitamin D-Mangel, einen Vitamin E-Mangel und auch noch dazu einen Zinkmangel. Und die Lösung dafür waren Nahrungsergänzungsmittel. Denn alle diese Mängel, die ihr da oben gesehen habt, lassen sich ganz, ganz leicht damit korrigieren. Ich habe meinem Hausarzt gesagt, dass ich krass abnehmen möchte. Ich habe das ganz am Anfang. Oh, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ja. Ich verstoße hier erstmalig gegen meine eigene Regel. Ja, ich habe meinem Hausarzt gesagt, dass ich krass abnehmen möchte. Und das ist deswegen sehr wichtig, weil es immer mal wieder Menschen gibt, die Medikamente zu sich nehmen, die gefährlich werden können, wenn man so schnell abnimmt. Dazu gehören zum Beispiel Blutdruckmedikamente es gibt eine ganze Menge Medikamente, die es nicht gerne sehen, dass sich so schnell der Körper verkleinert. Denn auch die Menge von Medikamenten, die der Hausarzt verschrieben hat, sind davon abhängig, wie groß wir sind. Und
ganz wichtig, beim Arzt sich regelmäßig Blutwerte abnehmen zu lassen. Fazit war bei mir, dass ich schon im ersten Monat mein Cholesterin und meine Fettwerte extrem verbessert habe und ich bin jetzt fitter denn je. Ich fasse nochmal ganz, ganz schnell zusammen, alles, was ich euch heute vorgetragen habe, so als Checkliste zum Mitnehmen mit nach Hause. Fazit soll sein, das, was ihr jetzt hier gleich sehen, hat dazu geführt, dass ich innerhalb von ein paar Monaten, also 3 Monaten 18 Kilo und jetzt insgesamt 22 Kilo abgenommen habe. Ich habe keinem von meiner Diät erzählt. In 2 Wochen habe ich nur eine Zutat gegessen. Danach habe ich 90 Tage unter 1000 Kilokalorien jeden Tag zu mir genommen. Ich habe religiös die 16 Stunden Feeding Window eingehalten. Ich habe nicht nur Low Carb, auch nicht nur Low Sugar und nicht nur Low Fat gemacht, sondern ich habe alles zusammen gemacht. Ich habe mir dann das Abnehmen zum Spiel gemacht und am Ende wieder gern Sport gemacht. Zusätzlich zu diesem vielen zu Fuß Laufen jogge ich derzeit 10 Kilometer in einer Stunde und das mache ich ganz ohne Pause. Und ich habe hier jemanden, der hat mich noch erlebt, da konnte ich kaum ein paar hundert Meter laufen, ohne außer Puste zu sein. Und letztlich ein Versprechen, es ist alles viel, viel, viel schwerer als andere Diäten versprechen. Diese hier funktioniert aber. Und an der Stelle bedanke ich mich.